Heute präsentieren wir euch die Grammfärbung. Für den Versuch brauchen wir zwei Bakterienkulturen, zwei Objektträger, ein Mikroskop, eine Pinzette, einen Bunsenbrenner, ein Feuerzeug, eine Kristallviolettlösung, Lugolsche Lösung, Fuchsinlösung, eine Holzklammer, eine Stoppuhr, eine Petrischale, eine Pinzette, Handschuhe und eine Spritzflasche mit Leitungswasser. In diesem Video sieht man noch ein paar Materialien. Und hier sieht man alle Chemikalien. Zuerst gibt man ca. 20 Mikroliter der Bakterienkulturen auf einen Objektträger und hitzefixiert dies nun mit einem Föhn und mit Hilfe eines Bunsenbrenners. Im zweiten Schritt gibt man für 2 Minuten eine blau-violette Kristallviolettlösung auf den Objektträger. Danach wascht man dies mit destilliertem Wasser wieder herunter. Danach gibt man Lugolsche Lösung für 1 Minute auf die beiden Objektträger und wascht dies danach mit destilliertem Wasser wieder herunter. Anschließend gibt man auf beide Objektträger 96%igen Ethanol, damit sich die gramnegativen Bakterien entfernen. Als fünften und letzten Schritt gibt man für 20 Sekunden rote Fuchsinlösung auf beide Objektträger. Dies wascht man nach 20 Sekunden vorsichtig mit destilliertem Wasser wieder herunter. Anschließend gibt man beide Präparate unter das Mikroskop. Dabei sieht man, dass grampositive Bakterien blau und gramnegative Bakterien rot sind. Der allgemeine Unterschied ist, dass die Murinschicht bei den grampositiven Zellen viel dicker ist als bei den gramnegativen.